Shoes exclusive. Du bist verrückt. Ich bin nicht verrückt, Alter. Du bist verrückt. Nein, Mann, mir geht's gut. Du bist auf jeden Fall verrückt. Mir geht's gut. Du bist verrückt, Junge. Es ist kein Ding, junger Dog, ich hab kein Problem mit dir. Du hast ein Problem mit mir, komm, wir reden nicht von dir. Ich kenn dich besser, als du glaubst, junger Dog. Du bist stark frustriert, denkst mit deinem Haufen von Schmorks. Und du rappst, willst Rapper sein, gehst morgens früh zum Bäcker rein und kaufst dir eine Milch und 10 Brötchen, wirst ein fettes Schwein. Langsam, aber sicher. Wohnst bei deinen Eltern in deinem Zimmer, Internet und keine Freundin, Pizzaschachteln, fette Finger. Forum öffnen, Leute haten ohne Grund, anonym in deiner Welt und keiner kennt dich, Vogel und Mailbeats, Armageddon, Kutzer war. CAP, Urchandise, Mo Mitchell, Hayden bis auf THC. Heimlich rauchen, Tür abschließen, Mama ruft zum Mittagessen. Du willst wieder Pizza essen, Mama hat den Fisch vergessen. Du schreist rum, Mama überfordert, deine Schwester heult. Papa ist Malochen für die Kohle und ich fetten Preuß. Zweiter Streich. Army Beat, billig Mikrotext schreiben, die Stimme in deinem Kopf sagen, du wirst ewig wack bleiben. Internet und weiter Hayden, MC ist dein scheiß Leben. An deinen ganzen MySpace-Klicks kannst du den Beweis sehen. Du bleibst uninteressant, Junge und nicht bekannt. Und deine Tracks sind nur dein Kumpel. Bekannter Puppe-Kumpel, du hast keine Freunde, Minderwertigkeitskomplexe, Außenseiter, Innenbeiter, Klassenarschloch, weiche Plätze, Miete in der Schule, deine Lehrerin ist angeekelt, 5 Minuten Pause, Hose rund, das ist im Schrank geknebelt. Dritter Streich. Gangster-Rap ist in bei Ebay, Messer kaufen, Butterfly und Raps, die Texte nach wie ein Papagei, Ladendiebstahl, Mama heult, Hausarrest im Kinderbett, Straßen zu gefährlich, hast ein großes Maul im Internet, dein Block besteht aus HTML, Codierung nicht hoch, Häusern und mit Mitte 30 werden dir Zivis den Po säubern, Straight Loser, kein Cash. Dieser Urchandise. Rein ins Netz und schreiben. Jungs, warte mal, wer hört den Scheiß? Auf die Cracker. Stimmt, ey, Bettwäsche vom Kunstler war ich doch. Ja, Joe wollte mein Dämon, ich schon meinte. Boah, bist du behaart. Nicht real, weil Abitur und Studium, das passt nicht gut. Er ist doch Kanacke und aus diesem Grunde hab ich Mut. Ab zu einem Konzert von Urch und seinen Jungs. Hintereingang, blöder Spruch und Backpfeife mit einem Boom. Falsch gedacht, Kieferbruch und Nase platt von einem Schlag. Krankenhaus und kein Besuch, 13 Nächte, ein Tag. Rauskommen, Dartpfeil auf Urchs Poster, Mord drohen. Urch liest die Mail und schreibt zurück, ich komm nicht dran. Rückverfolgung, IP, nachts um 3 die Tür klingelt. Urch steht davor mit deinem Basie und der bürgt dich pimmelt. Du bist wach, denkst dir, was ist los? Stimmt, wach, Koma, Mama putzt dir Sabber weg und Papa gibt sich 8 Donuts. Ärzte-Team, keiner kann dich ausstehen. 3 Wochen später kannst du endlich auch mal aufstehen. Rausgehen, kein Besuch, keine Homies, Kopfschmerzen. Am liebsten würdest du eine Bombe in seinen Block werfen. Erstmal kacken und du denkst, du möchtest diesen Typ ertränken. Doch die Kacke spricht zu dir und sagt, ich würde das überdenken, glaub mir, Gewalt ist keine Lösung, Urch ist Raubtier. Smack dich vor den Augen deiner Eltern, klaut dein Haustier. Sechster Streich. Raus hier, du schwörst, du willst dein Leben ändern. Rennst nach Hause, nimmst dein Rechner raus aus dem Fenster. Es ist aus mit dem Gangstergehabe. Du willst die Schule schaffen und die Harten in der Schule sind für dich jetzt schwule Affen. Du hast von Schmerzen gelernt und somit bist du klüger als die meisten, ehrlich, mein Ernst. Bringt nicht Zimmer zur Front, man schreit doch lieber einen Verse. Doch deine wichtigste Lektion, fick dir niemals mit Urch. Ich bin nicht verrückt. Doch, du bist verrückt. Ja, Mann, überhaupt gar kein Fall. Auf jeden Fall, Mann, du bist verrückt. Du bist verrückt. Urch, ja. Schön für dich. Guck mal, was ich kann. Schön, du bist verrückt. Was? Ja? Komm durch! Yeah.